Und jetzt an die Börse zu Samir Ibrahim. Die Industrie hat im September mehr Aufträge bekommen als erwartet. Welche Ursachen hat dieser Zuwachs? Das waren zum einen mehrere Großaufträge, die die Statistik ein bisschen sprengen. Volkswirte hatten im Vorfeld eigentlich mit einem Rückgang bei den Auftragseingängen der Industrie gerechnet, sind da aber auch einem Fehler aufgesessen, denn die Volkswirte hatten eine Vergleichszahl, nämlich den August den Vormonat in diesem Jahr. Und da hat die Statis, also das Bundesamt für Statistik, heutige fehlerhaft gemeldete Daten vorgelegt. Man musste das reduzieren von 3,9 auf 1,9%. Das Plus, was wir also im August gesehen haben, war kein ganz so großes. Entsprechend eine statistische Verzerrung. Die Lage bei der deutschen Industrie nach wie vor sehr schwierig. Das sieht man auch am deutschen Aktienmarkt. Der DAX heute noch einmal unter Druck. Bei 15.142 Punkten steht er jetzt 0,3% im Minus. Und das nach der Rallye in der letzten Woche. Danke, Samir Ibrahim nach Frankfurt am Main.